Probieren wir es mal mit anderer Richtung. Meinst du da lang? Schlafquartiere. Sieht gut aus. Oh, Schneider. Den wird erreicht, nehmen wir dich wieder mit. Lädt das nicht auch einfach so auf, wenn man nicht... Ah, ist egal, ist hier wieder voll. Ich hole mich mit runter. Ich dachte, ich weiß, was böse ist. Sie haben nur einen Clean-Bot oder so. Stimmt gar nicht. Ist gelogen. Stellen rufen sie wieder ganz blöd. Wer schießt denn da? Ja, ja. Was? Lebt er? Nö. Gut. Ah, aufladen. Sehr schön. Der Prutzler. Von wie? Was? Ups. Nö, das wollte ich nicht. Falsche Waffe. Warte mal, wenn das auf 5 war, laden wir ja nochmal kurz auf. So, nehmen wir die wieder mit. Und Chiffre. Ich weiß, mit der Knarre ist immer arschlangsam, aber geht entspannter. Ah, geheime Fluchtwege, ich verstehe. Okay, müsst reichen. Müssen durchkommen. Der Prutzler. Wupsa! Tschüss. Geh mal. Kommt der rein? Wie kann der Arsch da dabei nicht hingehen, Mann? Ich verstehe es nicht. Aha, verarscht. Ich glaube, das ist mal einfach der Nachteil, dass ich nicht aufgepasst habe, dass da keine Verschärfung geholt wird, weil das war nicht das Problem dann. Ich finde die Knarre toll, mir gefällt die. Ich will die behalten. Kann man die auch kaufen? Real Life? Da haben wir jetzt reingeschweißt, es ist gut. Da drüben waren wir noch nicht, da können wir kurz ein paar Nades mitnehmen. Gibt's hier noch irgendwas? Oh ja, noch was zum Schweißen, ist ja schön. Lädt sie auch davon selber auf. Hier ist alles offen. Okay. Waren wir auch schon drin. Gut. Da ist ein Lüftungsgitter. Da geht es irgendwo hoch. Geheimraum. Ach lol, ich hätte... Oh nö. Jetzt, ich hätte komplett alle wegsneaken können. Ich rasch aus. Okay, der geht nicht kaputt. Ich brauche dieses ganze Blut, wie widerlich.
Apropos, können wir hier kurz was ausschneiden? Ist da was drin? Rüstung, sehr schön. Die kurz mitnehmen. Hat er sich echt von alleine auf? Komplett? Das ist krass, das ist toll. Bräuchte das Teil auch. Kann man leider nicht so mitnehmen. Da. Meine Freunde sehen alles sonnenklar. Wo bin ich? Da bin ich. Da hinten ist noch Sackgasse. Nee, hab ich schon. Brauche ich nicht nochmal. Dann teilen wir uns kurz auf, weil kann sein, dass wir eventuell 17, nö, lass mal liegen. Wieder zurück müssten. Wo bin ich? Ah, da. Und da muss ich auch hin? Okay, das ist jetzt langweilig. Will ich aber noch nicht. Ich bin nicht so weit. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Geht wahrscheinlich eh nicht auf, oder? Gehst du auf? Da unten könnte man noch links lang. Hä? Was ist jetzt los? Hallo? Danke. Lass ihn mal kurz klicken, dann kann man so ein bisschen schneller laufen. Da ist ja auch zu, ne? Okay, gut. Dann gibt's da noch die Wahl. Dann nehmen wir dich halt mit. Das ist auch nur für Rüstung, aber ist egal. Alles lässt er liegen? Ach nö, echt jetzt? Ich komm da mal ran. Schalt mal um. Ah, Tagebuchantrag. Der 19. Krieg ist vorbei. Das Regime hat sich zum Sieger ernannt. Die Leute feiern den Frieden. Ich weine. Für mich findet dieser Krieg kein Ende. Ja, leider. Krieg ist scheiße. Ist hier im Lüftungsschacht, da dürfte eigentlich nicht wirklich was kommen, außer jetzt gleich wieder. Aha. Mir warte kurz. Laufweg analysieren. Da kommt der keiner. Da kommt der nächste. Und da läuft er jetzt wieder. Lauf, geht's ein bisschen schneller. Hab ich gerade gesehen, so am Rand. So. Fehlt nur noch Nummer 3. Nein. Hat er was gesehen? So. Ach, die hat Munition verbraucht, die. Scharfschütze quer, nehmen wir noch der, 2. Was haben wir eigentlich gerade alles da aus, weil. Scharfschütze quer verbraucht Energie, ne? Ja, das wäre dann sinniger. Die Munition zu verheizen. Ja, vor allem mit Scharfschütze quer rum, ist aber schon ein bisschen hart. Medipack brauchen wir Gold, brauchen wir auch nicht. Ich habe gerade schon alle wieder eliminiert hier. Ist ja katastrophal.
Wo lang eigentlich? Na, ich glaube ziemlich eindeutig. Da hier eine Sackgasse ist. Ich würde halt gern mit der arbeiten. Die ist schön, schön leise, aber notfalls lieber aufheben. Wie läuft der? Hallo? Links, rechts, geradeaus? Da müssen wir fahren, können natürlich auch noch welche langlaufen. Was zum? Wo ist der Arsch? Das war mir jetzt gerade wichtig. Dass der weg ist. Bevor es hier Stress gibt gleich. Müssen wir erstmal kurz cleanen. Es gibt noch einen weiteren Wartungstunnel, der die Labore mit der Luftschleuse verbindet. Suche ihn. Ja, ja. Mach ich. Limit erreicht für das, sehr schön. Limit erreicht, auch gut. Verbrauch sind normal. Verbrauch gleich viel, nur wenn sie in dem Feld sind, okay. Schau gut, dann hat sie Schrotquerfunktion in dem Augenblick. Das ist geil. Puh. Ja, ja, rasch wird dann aus dem Runterspringen. Das tut genau wie jetzt weh. Das wollen wir ja nicht. Mini-Packs, nächste goldene Gegenstände. Wie viel haben wir jetzt? Ah, 2. 19 Rüstung nochmal gekriegt. Ich glaube, sonst haben wir ja alles schon wieder. Problem, wir finden halt keine Karte, ne? So eine Map wäre jetzt nice. Dann könnte man nicht gucken, wo wir noch Gegenstände hätten. Gibt's aber leider nicht. Ah ja. Explodierte deine wie von Geisterhand. Halt von Sprengen. Nein, nein, nein. Nachgeladen. Ja, und die ist eben wieder. Lädt sie mir selber auf. Und ein Brief. Dieters Brief. Gibt sogar nur einen und wir haben ihn. An die Redaktion der neuen Wahrheitszeitung Danziger Straße, Berlin. Guten Tag. Kürzlich las ich in Ihrer Zeitung, dass Sie jetzt auch Kontaktanzeigen veröffentlichen. Also abenteuerlustige Menschen habe ich. Was? Als abenteuerlustiger Mensch habe ich mich entschlossen, es einmal damit zu versuchen. Hier ist meine Anzeige. Liebe zukünftige Frau, ich bin ein großgewachsener, gut aussehender Raumsoldat und derzeit auf dem Mond stationiert. Ich blicke auf eine erfolgreiche Karriere zurück, in der mir unter anderem folgende Auszeichnungen verliehen wurden. Die Auszeichnung für
Unteiligen Dienst, die Tapferkeitsmedaille sowie das Angreifsabzeichen. Auf der Erde habe ich eine exklusive Wohnung in der Nähe der Berliner Innenstadt. Meine erfolgreiche Hilfe wird es mir ermöglichen, mich eines Tages in einem Landhaus niederzulassen. Aber im Weltraum ist es manchmal einsam, so ganz ohne eine Frau. Ja, die daheim auf einen wartet. Sind Sie ein hübsches, junges Fräulein, das gerne kocht und putzt? Besitzen Sie eine gebärfreudiges Becken, das 4, 5, 6, vielleicht sogar 12 Kinder dabei helfen kann, das Licht der Welt zu erblicken? Sind Sie dem Erfolgsdruck und das Verfolgen Ihrer eigenen Ziele leid und wollen Sie sich stattdessen als Hausfrau niederlassen? Dann kommen Sie mit mir auf einen romantischen Ausflug, wenn ich meinen 6-monatigen Weltraummission hinter mir gebracht habe. So viel Spaß werden Sie ganz Leben und Leben noch nicht gehabt haben. Jetzt irgendwie jemand Oberst Dieter. Das ist alles. Bitte senden Sie alle Antworten an Besatzungsmodul 4, Postfach 756248, Mond. Hochachtungsvoll, Oberst Dieter Bachmeier. Ach du Schande. Naja, ob der ja nicht drauf anspringt, ich weiß ja nicht. Gebärfreudiges Beckenalter, 12 Kinder. Was geht bei dem für ein Film im Kopf? So, hier ist nichts mehr. Limit erreicht. Outlimit erreicht und die hat ja. Ich trinke mal die falsche. So. Ja, mir habe ich alles soweit abgesucht. Gut. Nee, da ist zu. Dass noch keiner auf der Raumstation von unserer Anwesenheit was mitgekriegt hat, wundert mich schon ein kleines bisschen. Oh. Chiffre, ne Chiffre, Enigma-Code. Warum liegen wir jetzt noch auf den Medipacks? Man muss in der Aufladestation. Oh, ich will es gar nicht wissen. Geht die auf? Nee, die bleibt zu. Schade. So ein kleiner Secret Room wäre toll. Hier ein Durchgang? Auch nicht. Da natürlich auch nicht. Ich weiß ja, wo ich lang muss, aber man testet ja trotzdem. Ich gehe hier lang. Ist mir zu blöd. Kann ich die Tür durch? Oh, müssen wir sogar. Ramonas Tagebuch. Ramon, ey, lese mir das komisch mal. Die Soldaten des Regimes sind ziemlich temperamentvoll. Ich wollte einem von ihnen von meinem Fenster aus einen Blumentopf auf den Kopf schmeißen. Leider daneben. Er hatte Freunde dabei. Sie haben meine Tür eingetreten. Ich sagte, es wäre ein Unfall gewesen, aber sie schlugen und bespuckten mich. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Wie meine Großeltern. Aber sie können nicht kämpfen. Ja, sie sind ein bisschen alt. Um es mal so zu sagen. Hier gibt's sonst nichts? Nö, schade. Dann walken wir einfach weiter. 3 Messer, 1 Granate haben wir. Das ist ja gut. Okay. Wir wollen ja leise sein. Also ich zumindest. Ihr auch? Ruft ja förmlich danach. Hier ist irgendwas Verstecktes. Keine Secrets, kein Nichts. Hallo? Danke. Eine Rüstung, ja gut, brauchen wir ja nicht. Haben wir ja das volle Angebot hier. Gut, dann nehme ich dich halt. Mercy, Raumanzug. Wieder gleich raus auf die Oberfläche. Kein Grund, nervös zu werden. Ich will nicht.
Mondbasis.